So, schönen guten Morgen. Heute geht die Reise weiter nach Lamezia Terme. Ich werde jetzt hier mal ein kleines Frühstück zu mir nehmen. Danach noch ein bisschen Proviant für unterwegs kaufen und dann geht's los. Wir sehen uns. So, und los geht's einmal quer durch die Berge von Kalabrien. Ungefähr 3,5 Stunden, sagt Google Maps. Mal schauen. Bis dann. Hallihallo, da bin ich mal wieder. Warm ist es nicht, dafür windig. Ganz ehrlich, wenn man sich hier ein bisschen so umschaut. Hatte ich mir irgendwie das Gebirge in Kalabrien ein bisschen anders vorgestellt. Hier könnte ich irgendwie genauso gut in der Eifel sein oder irgendwo in Oberbayern. Nadelwälder an Nadelwälder. Straßen sind ganz schön zu fahren. Ich habe ungefähr die Hälfte der Strecke jetzt hinter mir. Ich werde einen kleinen Break machen, Kleinigkeit essen. Wohl im Auto, weil hier draußen ist es echt alles andere als schön. Bis demnächst. So, einen wunderschönen guten Hallo. Ich bin in meiner Unterkunft angekommen und sie ist echt nicht schlecht. Eigentlich habe ich ja das mit den Roomtours irgendwann in den ersten Tagen meiner Reise schon aufgehört. Aber für heute mache ich mal eine kleine Ausnahme. Diese Woche ist diese Wohnung hier mein Zuhause. Beginnen tun wir jetzt mal im Schlafzimmer, ja. Nicht unerhebliches, schönes Bett. Spiegel, immer winken, wenn man im Spiegel vorbeiläuft und filmt, ganz wichtig. Hier geht's ins Badezimmer mit Badewanne und wie für den Süden Italiens üblich, eine Toilette ohne Klobrille, obwohl die Vorrichtung dafür da wäre, aber irgendwie scheint sich das bis hierhin noch nicht durchgesetzt zu haben. Das ist tatsächlich überall so, wo ich jetzt die letzte Zeit unterwegs war. Hier bin ich jetzt im Wohnzimmer mit Kachelofen, Ledercouch, muss schon, großer Wandschrank. Hier geht's in die Küche. Frische Orangen, Mandarinen in dem Fall, Zitronen. Hab heute Morgen auch schon Orangen geschenkt gekriegt. Die gute Frau von dem Bed and Breakfast, in dem ich war, wollte mir eine ganze Kiste mitgeben, also 2-3 Kilo Orangen. Ich habe es dann bei 3 Stück belassen. Jetzt bin ich also orangentechnisch ausgestattet. Und hier die Küche. Eine weitere Sache gibt es dann hier noch, und zwar ist hier draußen eine Terrasse. Draußen ist gerade ziemlich windig, deswegen Fragen.
sitzen und einen schönen guten Morgen miteinander. Von gestern habt ihr ein bisschen gesehen, wie meine Aussicht eigentlich so aussah. Heute hat sich das Wetter ziemlich geändert. Es ist mega windig, auch die ganze Nacht durch schon. Und laut Wetterbericht sieht es wohl auch so aus, dass es den Großteil der Woche so bleiben wird, des Öfteren auch regnen wird und zum Wochenende richtig kalt wird. Ist jetzt aber grundsätzlich kein Problem, weil ich die Woche hier ja eigentlich ohnehin größtenteils dafür nutzen möchte, ein paar Videos zu schneiden und endlich den Kanal online zu bringen. Mal schauen, wie ich damit vorankomme, ob ich vielleicht doch mal noch die Chance kriege für einen kleinen Ausflug. Also jetzt werde ich erstmal eine Kleinigkeit einkaufen gehen, weil ich nichts da habe. Und danach werde ich wahrscheinlich bis Donnerstag größtenteils hier in der Wohnung bleiben. Also es ist Dienstag, by the way. Jo. Was ich während diesem Film, keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich zwischendrin mal wieder ein bisschen Hallo sagen, aber allzu viel wird es von mir nicht geben. Wir sehen uns die Tage.